Hallo, Wolfgang Wagner hier und in diesem Video geht es jetzt darum, wie man mit Hilfe von PGP E-Mails verschlüsselt oder auch signieren kann. Wie funktioniert jetzt PGP prinzipiell? Wenn ich PGP nutze, habe ich zwei verschiedene Schlüssel, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist, wie gesagt, öffentlich, das heißt, der kann beliebig verbreitet werden per E-Mail oder auch auf einer Webseite zum Download angeboten werden und jeder, der mir eine verschlüsselte E-Mail schreiben will, braucht meinen öffentlichen Schlüssel. Nämlich mit diesem Schlüssel wird dann die E-Mail verschlüsselt. Aber nur ich kann dann als Empfänger diese E-Mail wieder entschlüsseln und dafür brauche ich meinen privaten Schlüssel. Der private Schlüssel ist wie gesagt privat, das heißt, den habe nur ich und ich sollte auch dafür Sorge tragen, dass der nicht irgendwie öffentlich bekannt wird. Denn jeder, der diesen privaten Schlüssel eben hat, kann auch die E-Mails entschlüsseln. Man kann übrigens nicht nur E-Mails damit verschlüsseln, sondern zum Beispiel auch Dateien oder Verzeichnisse. Mal kurz zur Theorie. Ich habe hier eine Seite gefunden, die ist jetzt zwar schon etwas älter, aber zur Erklärung reicht es aus. Wir haben hier das sogenannte asymmetrische Verfahren. Das kommt da im Prinzip zum Einsatz. Und hier an dieser Grafik sieht man das eigentlich ganz gut. Ich habe hier meine Nachricht im Klartext. Diese wird verschlüsselt und zwar mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Diese verschlüsselte Nachricht wird dann verschickt. Der Empfänger erhält diese und entschlüsselt die mit seinem geheimen Schlüssel, mit seinem privaten Schlüssel und erhält daraufhin wieder die Nachricht im Klartext. In diesem Video möchte ich jetzt zeigen, dass die Einrichtung von PGP eigentlich gar nicht so schwierig ist. Viele scheuen sich ein wenig davor, aber es ist eigentlich keine große Sache. Und wenn man es einmal eingerichtet hat, dann läuft die Geschichte eigentlich auch. Was brauchen wir dafür? Ich mache das Ganze jetzt hier unter Windows. Dafür gibt es ein Programm namens GPG for Win. Das kann man sich kostenlos runterladen. Das bringt alle benötigten Programme mit, unter anderem auch Plugins für zum Beispiel Outlook. Wer also Outlook als E-Mail-Client nutzt, hat dann hier gleich das entsprechende Plugin dabei. In diesem Video möchte ich aber ein anderes E-Mail-Programm nutzen, und zwar Thunderbird. Das ist kostenlos erhältlich, stammt auch von Mozilla. Und für Thunderbird gibt es ein Plugin namens Enigmail, das sorgt dann für die Verschlüsselung. Das zeige ich dann auch später, wie man das installiert und einrichtet. Ich habe mir die Sachen jetzt hier schon mal runtergeladen. Hier einmal GPG for Win und Thunderbird. Mehr brauchen wir dafür eigentlich nicht. Und als erstes werde ich jetzt GPG for Win installieren. Die Installation ist, wie man es von Windows her erkennt. Da muss ich jetzt nicht viel erklären. Hier kann ich jetzt Komponenten auswählen, was ich dafür brauche. Cleopatra ist ein Managerprogramm, ein Zertifikatsmanager. Hier kann ich die Schlüssel dann auch verwalten. GPA ist so etwas Ähnliches, den braucht man aber nicht, wenn man Cleopatra verwendet. Dann gibt es hier das Outlook-Plugin. Hier steht zwar für Outlook 2003 und 2007, das stimmt nicht ganz. Auf der Website ist also zu sehen, dass auch Outlook 2010 und 2013 unterstützt werden. Da ich auf diesem Computer hier aber Outlook nicht verwende, brauche ich auch das Plugin nicht installieren. Dann die Shell Extension, die sollte man installieren, wenn man auch Dateien verschlüsseln will. Dann wird im Kontextmenü einer Datei oder eines Verzeichnisses ein Bereich für GPG oder PGP eingerichtet. Das aktiviere ich mal oder lasse ich aktiviert. Claws Mail ist ein E-Mail-Programm mit integrierter GnuPG-Unterstützung sozusagen. Das lasse ich jetzt aber auch mal weg. Und das Compendium ist einfach die Dokumentation. Das kann man sich also auf jeden Fall auch dazu installieren. Klicke hier also auf Weiter. Kann jetzt auswählen, wo ich Verknüpfungen abgelegt haben möchte. Im Startmenü auf der Arbeitsfläche Schnellstartleiste. Ich lasse das jetzt alles mal auf Standard und klicke dann auf Installieren. Das dauert dann einen Moment. So, die Installation ist jetzt fertig. Klicke hier auf Weiter. Die README-Datei brauche ich jetzt mir nicht anschauen. Damit ist GPG for Win installiert. Ich finde jetzt hier auch neue Menüpunkte. Aber die brauchen wir jetzt im Prinzip noch gar nicht, da ich nachher die Erstellung des Schlüssels und so weiter direkt aus dem Thunderbird heraus vornehmen werde. Deshalb werde ich jetzt auch mal den installieren. Das ist jetzt also der E-Mail-Client. Auch diese Installation ist, wie man es kennt. Ich klicke hier einfach durch und das dauert dann auch ein paar Sekunden. So, Thunderbird ist jetzt auch installiert. Ich kann den jetzt auch hier direkt starten. Und beim ersten Start von Thunderbird kann ich jetzt auch direkt mein E-Mail-Konto einrichten.
werde den jetzt hier auch als Standard festlegen. Hier könnte ich mir jetzt eine neue E-Mail-Adresse bei diesen Anbietern hier einrichten. Das mache ich nicht, denn ich habe mir jetzt einfach zu Demo-Zwecken über Gmail, also Google Mail, eine Adresse angelegt. Deshalb gehe ich hier auf Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden. Gebe jetzt hier meinen Namen an. Und die E-Mail-Adresse, die ich jetzt für diesen Screencast hier eingerichtet habe. Und das Passwort, mit dem ich dieses Konto angelegt habe. Klicke dann auf Weiter. Und Thunderbird überprüft jetzt schon, ob er die nötigen Zugangsdaten für diesen Account automatisch ermitteln kann. Bei Gmail funktioniert das sehr gut. Auch bei Yahoo zum Beispiel wird das automatisch gemacht. Jetzt kann ich hier noch auswählen, ob ich das Ganze über IMAP oder über POP3 nutzen will. Ich wähle hier auf jeden Fall IMAP, dann bleiben die Nachrichten auf dem Server gespeichert und ich kann zum Beispiel auch über andere Geräte auf dieses Konto zugreifen, zum Beispiel über Tablets oder Smartphones und habe immer alles synchron. Die Posteingangs- und Ausgangsserver werden hier jetzt automatisch gesetzt. Ich könnte das jetzt aber hier auch manuell bearbeiten. Aber es wird hier schon automatisch auf SSL auch gesetzt, also auf die verschlüsselte Übertragung. Das passt soweit alles. Deshalb kann ich jetzt hier auf Fertig klicken. So, damit wurde das Konto eingerichtet. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ich sehe jetzt hier also mein Konto, sehe auch den Posteingang. Der ist momentan leer. Beziehungsweise habe ich jetzt hier eine Willkommensmail von Google. Ich habe dieses Konto jetzt erst vor kurzem eingerichtet. Habe hier auch meine verschiedenen Ordner von Gmail. Also die Unterstützung von Gmail im Thunderbird ist eigentlich ziemlich gut. Ich kann ja auch Ordner anlegen und so weiter. Als nächstes muss ich jetzt ein Plugin für Thunderbird installieren, mit dem ich dann die PGP-Verschlüsselung auch wirklich nutzen kann. Dazu gehe ich hier drüben in das Menü und dann hier auf die Add-ons. Lande dann hier im sogenannten Add-on Manager. Und sehe hier auch schon gleich bei den empfohlenen Add-ons Enigmail. Ansonsten könntet ihr hier oben auch nach diesem Begriff suchen. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Und dann auf zu Thunderbird hinzufügen. Das dauert einen kurzen Moment. Jetzt klicke ich auf Installieren und muss danach den Thunderbird neu starten. Als nächstes öffnet sich schon der OpenPGP Assistent, der beim Einrichten hilft. Ich werde das jetzt aber mal manuell vornehmen, deswegen kann ich auch direkt auf Abbrechen klicken. Den Add-ons Manager können wir auch schließen und wir finden jetzt hier einen neuen Menüpunkt OpenPGP und als nächstes sollte ich mir jetzt einen Schlüssel für meine E-Mail-Adresse erzeugen. Dazu gehe ich hier auf Schlüssel verwalten. Lande dann hier im Schlüsselmanager, nenne ich das jetzt einfach mal, und kann jetzt hier einen neuen Schlüssel erzeugen, beziehungsweise ein neues Schlüsselpaar, denn es ist ja wie gesagt ein öffentlicher und ein privater Schlüssel notwendig. Ich kann jetzt hier die Benutzer-ID auswählen, momentan habe ich nur eine, da ich ja nur ein E-Mail-Konto hier eingerichtet habe. Dieser Schlüssel soll auch zum Unterschreiben verwendet werden in diesem Beispiel, denn ich kann E-Mails auch signieren, damit der Empfänger weiß, dass die E-Mails auch wirklich von mir kommen. Dann sollte ich hier eine Passphrase eingeben, das ist im Prinzip ein Passwort, aber der Terminus Passphrase suggeriert schon, dass man hier nicht unbedingt ein einfaches Standardpasswort verwenden sollte, sondern ein sicheres Passwort. Den Haken bei keine Passphrase würde ich auf keinen Fall setzen, sondern hier kann ich jetzt ein Passwort wählen. Das sollte ein Passwort sein, das natürlich nicht leicht zu erraten ist. Muss ich hier zweimal eingeben. Ich kann jetzt hier noch einen Kommentar an diesen Schlüssel anhängen. Das kann sein zum Beispiel private E-Mail-Adresse, geschäftliche E-Mail-Adresse oder sonst was. In meinem Beispiel nenne ich das jetzt hier zum Beispiel Demo-E-Mail-Adresse. Dann könnte ich hier noch ein Ablaufdatum festlegen. In meinem Beispiel hier lasse ich das jetzt aber. Der Schlüssel soll nie ablaufen, denn ich weiß ja nicht, wie lange ich den jetzt wirklich brauche. Unter Erweitert kann ich jetzt noch die Schlüsselstärke einstellen. 2048 ist gut, 4096 ist ein wenig paranoider, deshalb werde ich das wählen. Algorithmus lasse ich auf RSA. Und jetzt kann ich auch schon ein Schlüsselpaar erzeugen. Dazu noch der Hinweis hier unten, den bitte beachten, das Erzeugen eines Schlüssels kann mehrere Minuten dauern,
die Anwendung natürlich nicht beenden. Es wird ein Zufallsgenerator benutzt und das heißt, man kann in der Zeit auch ein bisschen was machen, damit hier Werte generiert werden können, zum Beispiel im Internet surfen oder sonst irgendwas machen, die Maus bewegen, irgendwas in der Art. Ich klicke jetzt also auf Schlüsselpaar erzeugen, bewege jetzt hier meine Maus ein wenig. Das dauert jetzt natürlich hier mehr oder weniger lang, auch je nachdem, abhängig davon, welche Schlüsselstärke ich hier gewählt habe. Und das war's jetzt im Prinzip. Erzeugung des Schlüssels jetzt abgeschlossen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Widerrufszertifikat für meinen Schlüssel zu erzeugen. Das würde ich auch empfehlen. Denn einen Schlüssel kann ich auch über sogenannte Schlüsselserver im Internet verbreiten, also den öffentlichen Schlüssel, den kann sich dann jeder dort runterladen. Und diese Schlüssel können nie wieder von diesen Servern gelöscht werden. Die Möglichkeit existiert einfach nicht. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass mein öffentlicher Schlüssel ungültig wird. Zum Beispiel, weil mir das Passwort verloren geht. Ich vergesse einfach das Passwort, komme dann nicht mehr an meine Daten ran. Oder der private Schlüssel wird mir gestohlen irgendwie und ich muss also dafür sorgen, dass der Schlüssel nicht mehr benutzt wird. Und da kann ich jetzt ein sogenanntes Widerrufszertifikat erstellen. Mit diesem kann ich dann einen Schlüssel für ungültig erklären lassen. Das sieht man dann auch auf diesen Schlüsselservern bzw. in der Schlüsselverwaltung, ob ein Schlüssel ungültig ist. Deshalb werde ich mir das Zertifikat erzeugen lassen. Und das kann ich jetzt irgendwo abspeichern. Das sollte man auf einem oder an einem sicheren Ort speichern. Also nicht unbedingt hier auf der Festplatte, sondern ja vielleicht auf einer CD, DVD, auf einem USB-Stick und diesen dann auch sicher verwahren. Man kann sich das sogar ausdrucken und bei Bedarf abtippen. Also da sollte man jetzt nicht das einfach hier zum Beispiel irgendwo auf dem Computer ablegen. In meinem Beispiel werde ich das jetzt hier einfach mal auf dem Desktop speichern, aber wie gesagt, das ist nicht die empfohlene Vorgehensweise, sondern schnappt euch eine CD, DVD, USB-Stick, irgendwas in der Art, legt es darauf ab und legt den dann in die Schublade oder in euer Safe oder sonst wohin. Ich speichere das jetzt mal. Und jetzt muss ich noch diese Passphrase wieder eingeben. Das ist also das Passwort, das ich gerade vorhin hier oben vergeben habe. Und erhalte jetzt die Meldung, das Widerrufszertifikat wurde erfolgreich erzeugt. Auch hier nochmal der Hinweis, bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf und so weiter. Bestätige das mit OK. Und jetzt sollte ich hier eigentlich meinen Schlüssel sehen. Dazu muss ich hier aber noch den Haken setzen, standardmäßig alle Schlüssel anzeigen. Und hier sehe ich jetzt mein Schlüsselpaar. Wenn ich hier aufklappe, sehe ich noch, hat keine weiteren Identitäten. Das ist auch noch ein Feature von PGP bzw. von den Schlüsseln. Ich kann mehrere Identitäten, also mehrere E-Mail-Adressen, an einen Schlüssel hängen. Das ist auch die empfohlene Vorgehensweise. Ich selber habe früher auch den Fehler gemacht, dass ich mir für jede meiner E-Mail-Adressen, ich verwende in der Tat mehrere, einen eigenen Schlüssel erzeugt habe. Das ist aber nicht das ideale Vorgehen, sondern ein Schlüssel sollte eigentlich an eine Person gebunden sein. Und ich könnte jetzt hier noch weitere Identitäten hinzufügen. Dazu lasse ich mir mal den Schlüssel hier anzeigen. Also hier die Schlüsseleigenschaften. Und habe hier den Punkt weitere Benutzer-ID und kann jetzt hier die Benutzer-IDs verwalten und könnte jetzt hier weitere hinzufügen. Ich muss hier also nur einen Namen und die entsprechende E-Mail-Adresse hinzufügen, kann dann auch hier nochmal einen Kommentar hinzufügen, für was ich diese E-Mail-Adresse benutze, also geschäftlich, privat, Verein, was auch immer, völlig frei wählbar. Wenn ich die Daten eingegeben habe, klicke ich auf OK und das war es im Prinzip auch schon. Und dann würde diese neue Identität dann hier in dieser Liste auch auftauchen. Das brauche ich jetzt aber in dem Fall hier nicht machen und ich schließe das und kann auch das hier wieder schließen. Damit hätten wir jetzt das Schlüsselpaar erzeugt und jetzt können wir das Ganze auch schon mal testen, indem wir jetzt mal eine verschlüsselte E-Mail verschicken. An wen? Natürlich an mich selber, denn ich habe ja nur von mir momentan den öffentlichen Schlüssel. Aber das funktioniert natürlich auch. Ich klicke jetzt also hier auf Verfassen. Dann öffnet sich das Fenster von Thunderbird und gebe jetzt hier einfach die gleiche E-Mail-Adresse als Empfänger an. Hier der Text, ganz normal.
Und jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass diese E-Mail verschlüsselt und signiert wird. Das kann ich jetzt auf mehrere Möglichkeiten erreichen. Entweder habe ich hier oben das Menü OpenPGP. Wenn ich hier auf den Pfeil klicke, kann ich hier auswählen Nachricht unterschreiben und Nachricht verschlüsseln. So wie PGP MIME verwenden, das sollte man auch anhaken. Das ist das eine, ich kann entweder hier oben klicken oder ich habe hier unten diese zwei Icons. Nachricht wird nicht unterschrieben, Nachricht wird nicht verschlüsselt. Hier kann ich auch direkt draufklicken und jetzt ist es aktiv. Jetzt wird die Nachricht unterschrieben. Was bedeutet das? Der E-Mail wird eine Signatur angehängt, also das ist eine kleine Datei im Prinzip. Und wenn der Empfänger auch PGP installiert hat, dann sieht er anhand dieser Signatur, von wem diese E-Mail eigentlich kommt. Das wird dann intern irgendwie entschlüsselt und verschlüsselt und dann kann der Empfänger sehen, ob die E-Mail wirklich in dem Zustand angekommen ist, in dem sie auch versendet wurde oder ob die E-Mail unterwegs irgendwie manipuliert wurde. Wenn ich die Nachricht auch verschlüsseln möchte, dann setze ich auch hier oder klicke ich auch hier drauf. Jetzt sehe ich auch, Nachricht wird verschlüsselt und jetzt kann ich die auch senden. Das dauert jetzt einen kurzen Moment und jetzt wurde die Nachricht verschickt und ich sehe jetzt hier im Posteingang auch schon die Nachricht, die ich mir gerade selber geschickt habe. Kann mir die jetzt hier auch anzeigen lassen und jetzt muss ich eben meine Passphrase wieder eingeben. Wenn ich das nicht mache, dann sehe ich hier Fehler, Überprüfung der Unterschrift fehlgeschlagen und so weiter. Sehe jetzt auch hier den Text natürlich nicht. Wenn ich jetzt nochmal hier doppelklick zum Beispiel, dann kann ich nochmal die Passphrase eingeben und sehe jetzt hier den entschlüsselten Text. Ich sehe auch hier oben in den Hinweis, entschlüsselte Nachricht, korrekte Unterschrift von Wolfgang Wagner. Das sehe ich deshalb jetzt in grün da, dass ja mein eigener Schlüssel ist und dieser auch vertrauenswürdig ist. Wäre das jetzt eine Nachricht von jemand anderem, dann kann es auch sein, dass es hier in gelb erscheint, weil die Unterschrift vielleicht noch nicht verifiziert wurde, also nicht vertrauenswürdig ist. Aber funktionieren tut das Ganze. Ich sehe das jetzt auch hier in dem Vorschaufenster, da ich jetzt ja die Passphrase korrekt eingegeben habe. Ich sehe auch hier in diesem Icon, dass das Ganze verschlüsselt ist, kann ja auch draufklicken und erhalte hier dann noch ein paar Meldungen oder Statusmeldungen, Schlüssel-ID und so weiter. Wir können hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Gehen wir hier mal ins Menü OpenPGP Einstellungen. Wenn ich mir hier die Expertenoptionen anzeigen lasse, kann ich hier noch ein paar weitere Einstellungen vornehmen. Beim Senden zum Beispiel, dass zusätzlich mit meinem eigenen Schlüssel verschlüsselt werden soll. Also wenn ich an jemand anderes eine E-Mail verschicke, wird die ja mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt. Das würde aber bedeuten, dass ich selber meine verschickte E-Mail nicht mehr lesen kann, da ich ja den privaten Schlüssel des Empfängers nicht habe. Deshalb ist es sinnvoll, zusätzlich mit dem eigenen Schlüssel zu verschlüsseln, damit ich meine versendete E-Mail überhaupt nachträglich nochmal lesen kann. Dann bei der Schlüsselauswahl kann man hier einstellen, wie wird eigentlich der zu verwendende Schlüssel definiert. Normalerweise eben durch die E-Mail-Adressen oder durch Empfängerregeln. Das lasse ich jetzt mal hier auf Standard. Dann haben wir hier noch Schlüsselserver. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt kurz. Hier kann ich die zu verwendenden Schlüsselserver angeben. Was ist ein Schlüsselserver? Auf einem Schlüsselserver kann jedermann seinen öffentlichen Schlüssel deponieren und jeder kann auch die öffentlichen Schlüssel von anderen dort herunterladen. Das ist eben sinnvoll, wenn man mit jemandem verschlüsselt kommunizieren will, dann holt man sich den öffentlichen Schlüssel entweder von so einem Schlüsselserver oder direkt von der Person. Und hier kann ich eben angeben, welche Schlüsselserver hier verwendet werden. Kann ich also manuell eigene noch hinzufügen oder andere hinzufügen. Ja, klicke jetzt mal auf OK und lasse es so. Und jetzt möchte ich natürlich noch dafür sorgen, dass mein öffentlicher Schlüssel gerade auch auf so einem Schlüsselserver verfügbar ist. Dazu gehe ich jetzt im Menü unter OpenPGP in die Schlüsselverwaltung und kann jetzt, wenn ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke, auf Schlüsselserver hochladen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Kann jetzt hier den zu verwendenden Schlüsselserver auswählen. Das ist im Prinzip egal, welchen ich da nehme. Die synchronisieren sich nämlich untereinander. Das heißt, ich lade diesen Schlüssel jetzt auf irgendeinen dieser Server hoch und ja, kurze Zeit später ist dieser Schlüssel dann auf allen Servern verfügbar. Von daher ist es jetzt egal, welchen ich nehme. Klicke auf OK. Das dauert dann auch einen kurzen Moment. Und nach ein paar Sekunden ist der Schlüssel jetzt hochgeladen. Natürlich nur der öffentliche Schlüssel, der private Schlüssel bleibt bei mir.
Gucken wir uns nochmal kurz hier das Menü an. Ich kann auch meinen öffentlichen in die Zwischenablage exportieren. Das könnte ich jetzt gerade mal machen und dann starten wir mal ein Textprogramm. Es ist hier Notepad. Und wenn ich jetzt den Zwischenablageninhalt einfüge, dann sehe ich jetzt hier meinen öffentlichen Schlüssel. So sieht das also aus. Das ist eine ganz normale Textdatei im Prinzip und das kann man jetzt zum Beispiel auch speichern und dann zum Download anbieten oder in die E-Mail-Signatur reinschreiben oder sonst was damit machen. Den sollte man jetzt eigentlich ja öffentlich verfügbar machen, damit jedermann die Möglichkeit hat, diesen auch zu nutzen, um mir verschlüsselte Mails zu schicken. Ich kann auch hier direkt den öffentlichen Schlüssel per E-Mail an jemanden verschicken. Dann habe ich hier eben einen Dateianhang, das ist dann der öffentliche Schlüssel. Auch diese Möglichkeit bietet dieses Plugin. Ich kann das auch hier in eine Datei exportieren und hier habe ich jetzt noch die Wahl, möchte ich nur den öffentlichen Schlüssel oder möchte ich auch den geheimen Schlüssel exportieren. Das ist auch sinnvoll, da dieser geheime Schlüssel ja auch irgendwo sicher verwahrt werden sollte. Ich kann das jetzt auch mal hier machen, kann den jetzt hier irgendwo abspeichern, in meinem Beispiel jetzt mal hier wieder auf dem Desktop, erhalte dann eine Datei. Gucken wir uns das kurz mal an. Das hier. Und da sind jetzt sowohl der öffentliche Pub als auch der private, hier SEC abgekürzt, Schlüssel enthalten. Und diese Datei kann ich jetzt auch ja, auf einen USB-Stick, auf eine CD, DVD, sonst wo ablegen und in Safe legen und abschließen oder in mein Bankschließfach oder sonst wohin, dass ich halt diese Datei nicht verliere, weil wenn mir jetzt hier irgendwie der Computer abschmiert, die Festplatte geschrottet wird, dann ja, es wäre mein privater Schlüssel in dem Fall jetzt auch verloren und deshalb sollte man das irgendwo sichern, vielleicht auch mehrfach, damit man immer wieder darauf zugreifen kann. Wenn ich jetzt von anderen Leuten die öffentlichen Schlüssel haben will, habe ich jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Entweder derjenige bietet mir diesen Schlüssel irgendwo zum Download an, auf seiner Webseite oder über die E-Mail-Signatur. Oder ich kann auch hier direkt auf dem Schlüsselserver nach so einem Schlüssel suchen. Wenn ich jetzt weiß, ja, die E-Mail-Adresse ist so und so, der Name ist so und so, dann kann ich auch hier direkt danach suchen. Gehe jetzt hier auf Schlüssel suchen und kann jetzt hier entweder die E-Mail-Adresse eingeben oder den Namen des Empfängers oder so eine Schlüssel-ID, wie hier zum Beispiel. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nach meiner anderen E-Mail-Adresse suchen. Und erhalte jetzt noch ein paar Sekunden hier ein Ergebnis. Ist jetzt zwar eine andere E-Mail-Adresse, aber das liegt daran, dass ich an diesen Schlüssel hier mehrere Identitäten gebunden habe von verschiedenen E-Mail-Adressen, die ich benutze. Das heißt, dieser Schlüssel ist für alle diese E-Mail-Adressen hier gültig. Und wenn ich jetzt sicher bin, hier den richtigen, ja, die richtige Person gefunden zu haben, in meinem Beispiel bin ich sicher, dann kann ich hier eben diesen Haken gesetzt lassen, klicke jetzt auf OK. Und jetzt wird dieser Schlüssel heruntergeladen und in meine Schlüsselverwaltung importiert. Das dauert jetzt auch mehr oder weniger lange. Die Dateien sind eigentlich recht klein, aber scheinbar habe ich jetzt irgendwie eine langsame Verbindung zum Schlüsselserver. Das kann natürlich sein. Der steht ja in ja, USA oder sonst wo, keine Ahnung. Und ja, jetzt hat es geklappt. Der Schlüssel wurde importiert und ich sehe den jetzt auch hier. Und das ist jetzt natürlich nur der öffentliche Schlüssel. Ich habe jetzt hier nur den öffentlichen importierten, nicht den privaten, da ich jetzt ja hier im Prinzip eine andere Person auch bin. Aber jetzt kann ich eben auch an diese Empfängeradresse oder an eine dieser Adressen verschlüsselte Nachrichten schreiben. Gehe ich hier gerade nochmal in den Thunderbird rein, verfassen und werde jetzt hier eben diese E-Mail-Adresse verwenden. Und kann jetzt auch hier signieren und verschlüsseln. Sollte vielleicht noch einen Text eingeben. Klicke auf Senden. Muss jetzt hier nochmal mein Passwort eingeben. Jetzt sehe ich hier auch kurz die verschlüsselte Nachricht und die wurde jetzt auch verschickt. Und jetzt könnte ich eben in meinem anderen Gmail-Account schauen. Die Nachricht müsste ich jetzt schon erhalten haben und kann sie dann auch wieder dort entschlüsseln.
Ja, das war's im Prinzip. Ihr seht, so schwer ist das alles gar nicht. Es gibt natürlich noch Feinheiten bei PGP, auf die ich jetzt nicht eingehe, teilweise, weil ich sie auch selber noch nicht ganz verstehe. Man kann zum Beispiel Subkeys verwenden, Unterschlüssel von Schlüsseln. Für was die gut sind, habe ich aber allerdings noch nicht so wirklich rausgefunden, aber ja, man lernt ja dazu. Ihr könnt auch einfach mal im Internet googeln, Einführung PGP, Anleitung PGP, da findet man einiges. Es gibt auch zum Beispiel bei iBooks oder bei Amazon E-Books für Einsteiger, die sich mit dem Thema befassen. Die kosten dann 2, 3, vielleicht 4 €. Gerade für Einsteiger wirklich empfehlenswert. Da habe ich auch im Blog erst vor kurzem drüber berichtet. Könnt ihr mal schauen, da findet ihr auch die Links. Ja, ich persönlich würde PGP viel öfter nutzen, wenn meine Kontakte das auch nutzen würden. Denn ich halte das Ganze schon für sinnvoll, gerade in, ja, in unseren Zeiten, wo jede elektronische Kommunikation ja doch abgehört wird. Und immer wenn mir einer sagt, er hat nichts zu verbergen, dann weiß ich, dass derjenige lügt, weil wenn er nichts zum Verbergen hat, wieso macht er dann auf der Toilette die Tür zu oder wieso hat er Vorhänge an seinen Fenstern? Ja? Jeder hat was zu verbergen, jeder hat eine Privatsphäre. Niemand möchte, dass jeder alles über einen weiß. Und die sagen, sie haben nichts zu verbergen, die lügen einfach. Ja? Und deshalb, ich halte das Ganze für sinnvoll. Und würde mir wünschen, dass es viel mehr Leute nutzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen was gebracht. Bei Fragen kommentiert einfach unter dem Video, ich versuche sie zu beantworten. Obwohl ich, wie gesagt, auch kein Experte für das Thema bin, aber ja, man lernt ja nie aus, ne? In diesem Sinne, viel Spaß damit und ja, ich hoffe, ihr nutzt das Ganze dann auch. Bis dann, ciao.